Hallihallo. Was ist es eigentlich, was du gerne weghaben möchtest? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Menschen, die ich treffe, und das hat gar nicht nur was mit der Arbeit zu tun, sondern tatsächlich auch privat, wenn man so spricht, merkt man immer sehr, sehr schnell, dass wir extrem darauf konditioniert sind, Dinge in uns nicht zu mögen und diese Dinge, die wir nicht mögen, in uns in irgendeiner Form so schnell wie möglich weghaben wollen. Und ich würde das ganz gerne mit dir mal ein bisschen erforschen und vielleicht fallen mir auch die ein oder anderen Fragen dazu ein. Die erste Frage, die mir einfällt, ist, wieso sind wir eigentlich so sehr darauf fixiert, Dinge an uns zu beachten oder so sehr zu fokussieren oder so sehr in den Vordergrund zu stellen, die wir nicht mögen? Und es wäre jetzt natürlich irgendwie fast cool, wenn du das Video einmal stoppen würdest und darüber nachdenken würdest, was magst du an dir nicht und wie kommt das eigentlich, dass du da so dein Augenmerk drauf legst, immer wieder mal. Von daher spulen wir jetzt ein bisschen vor und ich teile mal meine Gedanken mit dir. Ich glaube, dass diese Idee überhaupt, etwas an sich nicht zu mögen, nicht deine Natur ist. Ich glaube, dass es etwas ist, was du gelernt hast. Aufgrund von Erziehung, Prägung, aufgrund von Dingen, die man dir beigebracht hat, die du an dir nicht mögen darfst, weil sie gerade dem, was kulturell vorgegeben wird, nicht entsprechen. Und wo du gemerkt hast, es erfüllt dich mit Scham oder mit Angst, das an dir wahrzunehmen. Und am besten sollte es nicht da sein. Am besten solltest du anders sein, müsstest du anders sein. Das Problem ist natürlich nur, bist du offensichtlich nicht, denn es ist ja da. Aber da kommen wir später drauf. Ich glaube nicht, und du kannst es gerne für dich mal erforschen, dass ein wirklich sehr kleines Kind, also so wie du von der Natur her geschaffen bist, sich auch nur eine Minute damit beschäftigt, dass irgendetwas nicht da sein darf. Ich glaube, das begann erst mit dem Moment, wo jemand aus dem Umfeld eben halt da war und gesagt hat, lass das oder du brauchst das nicht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, du brauchst doch keine Angst haben, obwohl ja offensichtlich Angst da war, oder weine doch nicht oder so etwas. Und dann haben wir irgendwie relativ frühzeitig registriert, Mensch, das ist etwas, was nicht sein sollte oder nicht sein darf. Und wenn wir das gegen uns oder wenn wir uns dann selber betrachten und aber diese Gefühle wahrnehmen, dann schießen wir genauso, wie wir es gelernt haben, gegen uns, das sollte nicht da sein, und versuchen es zu verbergen unter einem Mäntelchen von Scham. Und die nächste Frage ist die letztendlich auch, was wärst du alles in der Lage zu tun, wenn du nicht so viele Dinge unter deinem Schammäntelchen begraben hättest? Also zunächst mal vorausgesetzt, du findest das, ne? Kann ja auch sein, dass du komplett unverschämt bist, was schon sehr mutig wäre. Und was wärst du aber in der Lage tatsächlich zu tun in deinem Leben? Es wäre jetzt auch tatsächlich so ein Moment, das Video zu stoppen, um da zu forschen in dir selber und Ideen zu kreieren. Vielleicht hast du auch Lust, das zu tun im zweiten Durchlauf, weil jetzt bist du wahrscheinlich sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. So sind wir ja oft. Aber sich zu fragen, was wärst du in der Lage zu tun, wenn du nicht immer dieses Stopp da hättest, ja, dieses Stopp, das müsste ich verbergen. Und da geht ein Universum auf, wenn wir darüber nachdenken, und ein ziemlich unverschämtes, und das ist jetzt keine Negativbewertung oder Abwertung, ein unverschämtes Universum. Da wir das aber nicht hinbekommen, wünschen wir Menschen uns offensichtlich kollektiv irgendwann mal, das wäre nicht mehr da. Das bedeutet, dass wir im Grunde genommen die Welt der Realität, sprich der Wahrnehmung, verlassen. Also das einzig wirklich Reale ist das, was wir wirklich wahrnehmen. Und wenn wir da etwas wahrnehmen und dieses nicht erwünscht ist durch unsere eigene Konditionierung, dann sehnen wir uns oft danach, dass es weg ist, dass es weggeht. Und dann beginnen wir Strategien zu entwickeln im Laufe unseres Lebens, die dafür sorgen sollen, dass wir das so schnell wie möglich wegkriegen. Unsere Angst, unsere Trauer, unser Scham, unsere was auch immer. Ja. Und weißt du,
Ich beschäftige mich jetzt 30 Jahre lang damit, mit Menschen, die zu mir kommen und Transformation haben wollen, und eigentlich heißt das übersetzt Dinge weghaben wollen, die heil werden wollen, eigentlich heißt das übersetzt Dinge weghaben wollen, die sich verändern wollen, eigentlich heißt es übersetzt Dinge weghaben wollen, die ihr Leben performen wollen, eigentlich heißt das Dinge weghaben wollen, nämlich die, die gegen Performance sind und so weiter und so weiter. Und wenn das funktionieren würde, also wenn das für eine heilere Welt sorgen könnte, wenn das dafür sorgen könnte, dass wir Menschen liebevoller miteinander verbunden sind, dass wir echter sind, dass wir authentischer leben können, wäre das dann nicht schon geschehen? Wenn das das super Rezept wäre, wäre die Welt nicht schon eine andere und wäre sie nicht so ein Wahnsinn wie heutzutage, wo wir schneller denn je die Erde gegen die Wand fahren und wo wir weiter denn je voneinander entfernt sind, wo es mehr denn je Singles gibt und neue Entwicklungen, Mainstream, wo man sagt, keine Ahnung, ich brauche mich auch nichts mehr binden oder so und trotzdem sich leer fühlen. Vielleicht sollten wir es mal anders versuchen. Das ist jetzt mein konkreter Tipp für dich und der ist ganz nah dran an unserer Arbeit und ganz nah dran an den Ergebnissen, die wir erforscht haben durch Embodiment mit Menschen, mit denen wir jahrelang gehen, die einfach Empowerment-Arbeit mit uns machen, die nichts anderes ist als in die Ermächtigung vielleicht einzusteigen, sich zu erlauben, exakt das zu sein, was in dir hochkommt. Sich ganz bewusst und radikal und resolut dafür zu entscheiden, das, was echt in dir hochkommt, auch tatsächlich echt sein dürfen. Und die sich immer mehr, und ich liebe dieses Wort, und es wird dich vielleicht erschrecken, weil ein Tabu drauf liegt, die immer mehr rücksichtslos tatsächlich in der Form sich selber bereit sind wahrzunehmen und als echt wahrzunehmen, dass sie Lust haben, rücksichtslos zu sich zu stehen. Und ich frage mich, wenn wir es schon nicht geschafft haben, über den Weg uns zu verraten, zu belügen, zu verkaufen, unauthentisch zu sein und hier so eine Harmonie-Sozialwelt zu spielen, wenn wir es da nicht geschafft haben, Frieden zu erreichen, vielleicht schaffen wir es, wenn wir endlich mal bereit sind, für uns einzustehen. Wenn wir endlich mal bereit sind, uns zu erforschen, wer wir wirklich sind. Wenn wir endlich mal bereit sind, tatsächlich zu dem zu stehen, was im Moment gerade in uns ist. Vielleicht ist dann die Perspektive viel größer. Ich glaube das. Ich glaube, dass wir das erforschen sollten. Ich glaube, dass wir lernen sollten, das zu tun, weil das andere Feldstudie hat schon vergeigt. Und das ist ein Hinweis auf unsere Experience 2020. Das ist ein Hinweis auf unsere Seminare. Wenn du auch nur annähernd dich angesprochen fühlst, fühl dich herzlich willkommen. Und wenn du auch nur annähernd das Gefühl hast, dass dieser Scheiß, dieser Bullshit, den du in deinem Kopf hast, dass du das nicht sein darfst, jenes nicht sein darfst, das du nicht zeigen dürftest, dich so benehmen müsstest, so anpassen müsstest, dass das alles nicht wirklich normal ist und dass das nicht zu etwas Gutem führen kann, dann herzlich willkommen in unserer Experience. Ich freue mich, wir sind jetzt ein paar Tage vor dem, ich glaube, wenn das Video erscheint. Genau, an dem Tag, wo das Video erscheint, sind wir schon drin im Prozess. Mittwochabend geht's los. Unser Embodiment-Highlight-Seminar des Jahres. Und ich freue mich riesig, Menschen 5 Tage mit auf eine Reise zu nehmen, die definitiv danach nicht mehr die gleichen sein werden. Jetzt, wo schon alle angemeldet sind, darf ich das ja sagen. Nein, ich weiß, dass die sich da sehnen, ja. Nicht mehr der gleiche sein heißt, zu verlernen, was du für Masken aufgesetzt hast, in welche Rollen du ständig hineinschlüpfst, die dich so erschöpfen, die dir so viel Kraft kosten, das wieder zu verlernen. Darum geht es uns. Wenn dir dieses Video gefällt, das Thema gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Herzchen, wo du es auch immer gerade siehst, wo auch immer es gepostet wird. Schreib einen Kommentar dazu, was du dazu sagst. Mich würde sehr, sehr interessieren, wie es dir damit geht. Mich würde wirklich sehr, sehr, sehr interessieren, wo du deine Rollen hast, deine Masken hast, wo du an deine Grenzen und Mauern stößt. Schreib uns und mach einen Kommentar dazu. Vielen lieben Dank für deine Lebenszeit, deine Aufmerksamkeit. Alles Gute auf dem Weg in deine Freiheit, der zu sein, der du bist. Bye bye.